Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Christmas Winterland Event Video. Ich stehe noch im Winterland. Wenn hier der Zug vorbeifährt am Südbahnhof. Und wir gucken mal, wohin wir jetzt hier fahren. Von hier aus, selbstverständlich. Stehen noch bei der Schokoladenhobby, genau. Burlington. Das sind ja quasi 66 Meilen außerhalb des Depots. Burlington ist bei 576 von 1000. Dann würde ich sagen, fahren wir Market Hampers zu Burlington und wir müssen dort zum Town Square fahren, zum Christmas Market. Das passt doch. Wenn er mir noch was sagen würde, wo er hingehen würde, wo er hinfährt. Aber okay. It is what it is. Eieieiei. Kann sein, dass es sogar jetzt noch ein bisschen mehr lag als ohnehin schon. Einfach weil der Regen jetzt über Nacht an war. Es wirkt gerade zumindest so. Dann fahren wir mal 25 Sachen dahin. Ist jetzt eine Schokoladenfabrik. Heute der zweite Weihnachtsfeiertag, wenn ihr das Video zumindest schaut, wenn es rauskommt. Ich glaube, ich werde einfach jetzt, wo ich sowieso abwechselnd die Videos hier hochlade, werde ich dann trotzdem einfach, schon um 15 Uhr die Videos einfach rausbringen. Und um 20 Uhr wie sonst. Auch wenn es laut Statistik eigentlich besser wäre, wenn ich es dann gegen. Ja, vor 21 Uhr gemacht, also in dem Fall 20 Uhr, aber. Ja, ein bisschen später Aufnahme. Eigentlich habe ich vorgehabt, diese Aufnahme und ETS 2 aufzunehmen. Und heute noch. Am ersten Weihnachtsfeiertag, wo ich dann wieder nach Hause komme, aber. Ja, mittlerweile ist es insgesamt 3 Stunden später, nach dem planmäßigen Wiederherkommen. Ich glaube, eine Verspätung gab es insgesamt mit dem Zug, der kein Zug mehr war, sondern Schienenersatzverkehr in Form von Taxi. Interessant, hier sagt das Navi ein weit an, aber in ETS 2 hat es nichts gesagt. Turn left. Einfach weil es Stellwerkstörung der im Haus gab. Genau den Mist 19 schafft was. Wenn ich jetzt runtergehe auf 15, dann ist es aus. Interessant, dass hier die 19 sogar greift. Ich hätte immer gedacht, für die 20. Spannend. Ja, genau den Zug erwischt, wo der quasi losfuhr, wo ich einsteigen musste. Der schon gleich weiter fuhr. Hatte ich bisher auch noch nicht gehabt. Angeblich soll es zumindest zu solchen Problemen, dass die Taxifahrer dann als Schienenersatzverkehr den Schienenersatzverkehr übernehmen, soll das angeblich jede Woche passieren. Dann hatte ich einfach bisher immer nur Glück gehabt. Deswegen werde ich jetzt nur das eine Video aufnehmen. Ich meine, geht ja auch recht flott in Anführungszeichen. Das ist nicht so ein langer Fall, also nach Burlington. Vom Weihnachtsmarkt aus diesmal. Die ja mittlerweile schon nicht mehr offen haben. Ah, okay, da vorne. Da vorne müssen wir hin. Da
Da haben wir den Weihnachtsmarkt. Fahren wir hier am besten rückwärts rein. Turn left. Nicht gegen den Hydranten fahren. Einmal ein bisschen anders hier drehen. Ich habe die Feiertage auch sehr gut überstanden. Jetzt muss ich wahrscheinlich ein Portal finden, ne? Um rauszufahren. Das war schon halt zum erwünschten Portal. Da ist keins. Das ist wahrscheinlich das nächste, ne? 27 Meilen. Das sind. Na, 28. Dann wird. Oh, ist das das nächste? 23 Meilen. Was war denn das jetzt nochmal? 27. Dann fahren wir. Das sind auch 27, dann fahren wir zu dem hier. Es ist einfach näher dran. Time to get the job done. Und wir machen einfach einmal wieder den U-Turn. Turn right, and then turn right. Turn right. So, um den Schnee wieder rum. Get ready to turn left. Natürlich doch. Das ist schon cool, was wir mit den. Auch mit den kleinen Nebenstraßen und so weiter. Turn right. Auch bei dem Hotel. Nehmen wir die 19. Wobei. Ist das das schon? Ne, noch nicht ganz. Fahren wir mal wieder mit 25 hier weiter. Winterschliche, genau. Durch die winterliche Landschaft durch. Also, es ist schon cool, finde ich. Immer noch. Einfach durch den Schnee zu fahren. Aber auch eine gute Idee und Umsetzung hier mit den. Mit dem Portal. Turn left. Okay, bei 18 hört schon auf, 19 geht noch. Gut zu wissen, dass das so ist, ein ETS-2. Oh Gott. Kurz mal aus Sandwich geschaut. Und schon was abgekommen. Sandwich töten. Get ready to turn right. Ah, 25 geht schon klar. Oh, den merke ich auch noch nicht. Vielleicht schon, wer weiß. Ich weiß es gerade zumindest nicht mehr. Außenrum vor allem.
und dann sind wir auch schon gleich beim Portal angelangt. This is where it ends. Ah, noch nicht ganz, aber fast. Denn das Portal, das haben wir hier. Okay, klar, war schon bedeckt. Gut, dann fahren wir jetzt noch die 44 Meilen in der SL 70 kurz. Kurz, ja. Von Kansas nach Texas. Ach, Texas, sage ich schon. Ah, Texas war die andere Strecke. Na, Colorado dürfte es sein. Ja, Colorado. Dann machen wir jetzt auch ein bisschen schneller als 25 Miles per Hour. Hier auch Nacht. 43 Meilen bis Burlington. Hast schon was. Wir lassen uns auch rauf. Dann fahren wir auch rauf. Warum wirkt das so, als ob es zumindest in dem LED-Spiegel einfach draußen deutlich heller ist? Das ist ja auch spannend. Wenn man mehr sieht, oder wie? Ist aber, dann ist die Frage, ob das so ein allgemeines Ding ist, dass es auch an Tag dann die Helligkeit heller ist, oder ob das einfach nur aufgrund der Dunkelheit ist. Dass deswegen das Ganze ein bisschen heller ist. Kommt gerade so auf die 65, wobei wir haben noch, glaube ich, ein bisschen mehr Fahrt vor uns als nur das. Ja, gut, aber wir sind ja schon fast da. Das ist ja auch das Angenehme an den Fahrten. Ich habe auch fast mit damit gerechnet, also bevor das Event geschadet hat und angekündigt wurde, dass es Portale gibt und so. Davor habe ich befürchtet, dass es so ähnlich ist, also das ist halt in der. Nehmen wir es mal in der Overworld ist. Weiß ich gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Aber ist halt ja doch ein bisschen Overworld und ein bisschen Underworld. Aufgrund des Portals. Ist aber auch schweineruhig, der Kenworth. Wenn er mal gerade fährt, beim Gas geben nicht, aber alles andere leise wie Sau. Oha, das ist mir noch nicht aufgefallen mit den Stoppschildern, die blinken. Das ist aber auch neu. Auch wenn ich vorbei, ich glaube, vielleicht bin ich sogar doch ja schon rausgefahren. Wirkt zumindest so. Ich kann mich zumindest nicht an den, an so eine Art Stoppschild erkennen, genau. Fast eigentlich schlafen müssen? Nee, okay. Wahrscheinlich durch die Portalfahrten muss man eigentlich auch gar nicht pennen. Aber dadurch pennt man, oder es sind halt einfach so kurze Fahrten, ne? Aber es wirkt zumindest so, als ob man durchs Portal durchfahren halt auch wieder Energie auflädt. Warum hier vorne reinfahren? Und dann dürfte gleich auch 3 von 5 und 3 von 15 abgeschossen sein, also 3.
3 von 5, was die verschiedenen Abladen und Darstellen betrifft. Und 3 von 15 Fahrten insgesamt. Dann laden wir mal die Fahrt ab. Ausgezeichnete Christmas Market Hampers vom Town Square nach Burlington geliefert. Gefahrenstrecke 95 Meilen, Dauer 43 Minuten. Gut, wegen Pause, also wahrscheinlich so. Füllt schon Abzug. Also circa 28 Minuten vielleicht. Verbrauchter Kraftstoff 14 Gallonen, das war der 145, der erledigte ATS, Weltauftrag 5000 gab es dafür und 193 Erfahrungspunkte, 3 von 5 und 3 von 15. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und noch einen schönen Rest bei zweiten Weihnachtsfeiertag. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder hier vom Christmas Winterland Event 2023.